So, Hen, willkommen hier zum Livestream in San Mai Shuno. Ja, der Welt aus dem Disney-Zirk Großstadtleben. Erweiterungspack, kein Gameplay-Pack, Erweiterungspack. Wir möchten euch heute das Gameplay so ein bisschen zeigen von den Apartments. Mit dabei ist heute auch der Johann. Hi. Hallo. Ja, cool. Ihr könnt natürlich im Chat wieder schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas genauer sehen wollt oder so. Wir suchen uns jetzt erstmal ein Apartment, würde ich sagen, ne? Welches nehmen wir denn? Das sind schon coole Apartments hier, ne? Auch verfügbar. Richtig, richtig krasse Apartments. Landgrab, Villa und was weiß ich hier alles. Das ist echt cool, ne? Also vielleicht so ein etwas größeres auch. Ja, das wäre ganz schön. Sollen wir Sims eigentlich erstellen oder sollen wir direkt ins Apartment-Gameplay eintauchen? Ich glaube, wir tauchen doch gleich ein. Ich hatte eigentlich vor, erstmal so jemanden zu erstellen, aber wir gehen mal hier zu dem Lobo ins Apartment, oder? Ja. Also es gibt hier Apartments, ne, die kann man beziehen. Jedes Apartment hat so verschiedene Merkmale, die man hier sieht. Küche des Küchenchefs, ne, hier in dieser Küche zubereitete Speisen schmecken irgendwie besser und bis jetzt in der Regel auch eine bessere Qualität. Hier ist es jetzt romantischer Kamin. Da ist dann irgendwie, was ist da besonders dran? Da müssen wir, glaube ich, reingehen ins Spiel. Hier können wir gucken. Der wunderschöne Kamin dieses Apartments schafft eine romantische Atmosphäre. Laut Mietvertrag ist der Abbau oder Verkauf des Kamins nicht gestattet. Ne? So gibt es so ein paar Vorgaben auch, die dann so ein bisschen limitieren, das Ganze irgendwie spannender machen und auch so ein bisschen Story mitgeben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt da direkt mal rein. Ja. Und später können wir uns noch gucken, wie das mit dem Einzug dann klappt. Aber eigentlich können wir jetzt direkt mal hier spielen und dann einfach mal schauen, wie das aussieht. Yay. Hallo Leute. Cool. Ist wieder einiges los hier im Chat. Wie geht's euch denn? Seid ihr gut drauf? Ich habe heute hier Feiertag. So. So, wir sind jetzt hier in den Alto Apartments. So sieht das Ganze aus. Ich mache mal Pause, bevor die uns hier alle wieder verrecken, die Sims. So, das ist hier Dienstag, 5:20 Uhr morgens. Einen wunderschönen Morgen hier in San Mai Shuno, das ist das Nobelviertel. Hier sieht man jetzt auch das Apartment, ne? Hier sind wir so drin, hier auf dieser Etage. Die anderen sind alles so getönt quasi. Man kann auch nur auf dieser Etage jetzt hier bauen. Es gibt natürlich auch mehrstöckige Apartments, die man beziehen kann. Aber das hier ist jetzt, glaube ich, ein einstöckiges gewesen. Ein relativ großes Apartment. Wie gesagt, hier das Nobelviertel. Also man kann hier auch einfach runter dann mit der Kamera und dann sieht man hier so alles, kann man gucken, was ist hier los und so. Und ja, wenn wir dann auf den Sim klicken, dann sind wir oben auf dieser Ebene und da fliegt die Kamera auch nicht runter. Das haben einige immer auch gefragt, ne, wie funktioniert das denn? Ich mache jetzt hier mal Play. Ihr seht hier schon unser Apartment und da möchte ich gleich erstmal zeigen, wir gehen doch mal erst in den Baumodus. Also man kann hier das komplette Apartment kann man bauen, wie man möchte. Die Außenwände inklusive Fenster und so weiter sind fest. Das heißt, da kann man nicht bauen, auch nicht hier im Flur. Der Flur ist auch ein festgelegter Bereich und da kann man eben nicht irgendwie bauen. Das ist so, das sieht so aus und das bleibt auch für immer so. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne Fragen stellen hier im Chat. Der Johann guckt für euch so ein bisschen und seid lieb zueinander. Sonst hauen wir euch auf die Finger hier. Und ja, wir haben hier das Apartment, ne? Das ist eine geile Aussicht hier erstmal natürlich. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Und man ist auch gleich so ein bisschen im Geschehen, weil man kann da auch runter beamen, das mit den Aufzügen, das zeigen wir gleich noch. Und ja, das ist so ein Apartment. Wie gesagt, die Außenwände kann man nicht verschieben. Man kann die aber hier so anpacken. Man könnte die sogar hier ziehen. Aber dann ist halt hier, ne, ist halt hier so, ne, kommt eine neue Wand. Das ist auch ganz witzig. Aber man kann die Fenster nicht verändern oder irgendwas hier machen. Das geht nicht. Man kann auch keine Apartments hochladen in die Galerie. Hier steht hier nicht für Apartments und Penthäuser. Eigentlich kann man Penthäuser hochladen. Also Penthäuser sind die Grundstücke auf den Dächern. Und Apartments kann man aber nicht hochladen. Aber man kann natürlich jetzt hier den Raum auswählen, diesen Raum jetzt in dem Fall, und dann sagen, Zimmer speichern, hochladen und dann könnte sich das jemand anderes aus der Galerie laden und hier platzieren. Aber wie gesagt, nur der Raum und nicht das komplette Apartment. Das geht nicht. So, jetzt gehen wir aber ins Gameplay. Wir können einziehen in Apartments, wir müssen Rechnungen bezahlen und da können wir mal gucken, da muss man auf dem Briefkasten, kann man da ganz normal kriegt man, muss man da die Rechnungen bezahlen, man zahlt eine Wohnmonatsmiete, eine Wochenmiete. Wo ist denn der Briefkasten hin? Hier, da ist der Briefkasten, glaube ich, ne? Das sind die Also jetzt Briefkästen. nochmal an den Chat. Es kommt am Donnerstag in Deutschland raus. Genau, am Donnerstag, den 3. November, kommt das in Deutschland raus. Und ja,
seit heute in den USA. Das ist mal ein bisschen verwirrend. Und da hat man dann Briefkasten und da muss man ganz normal dann die Rechnungen bezahlen. Es kommt niemand vorbei und sagt hier, da Miete bezahlen. Ne? Die Miete ist noch nicht fällig, steht jetzt hier. Das heißt, dass man eben das noch nicht zahlen muss jetzt. So, also das ist wie eine erhöhte Rechnung. Man kann Apartments nicht besitzen, die kann man nur mieten. So. Das ist auch ein cooles Virtual Reality Game hier, ne? Die Sonne geht auf. Also, man hat hier dann die Nachbarn natürlich auch noch. Man hat hier auch so den Aufzug natürlich hier drin. Man hat die Nachbarn und bei den Nachbarn, da kann man jetzt so anklicken und sagen, einladen abzuhängen, aber da hier wohnt niemand, ne? Da kann man die Ja. Türen, kann man, das ist die eigene Tür, die kann man abschließen und hier wohnt jetzt echt niemand, oder wie? Das ist ja ein bisschen doof dann. Also hier könnte Ihre Werbung stehen, fragt gerade, kannst du mal die ganze Stadt zeigen? Die gibt es auf SimFans.de als interaktive Karte. Genau, als Panorama. Das haben wir gemacht extra. Heute geht es um die Apartments, wie gesagt, weil viele haben gefragt, ja, was hier, Apartments, wie funktioniert das eigentlich? Also im Prinzip ist nichts anderes als eine Wohnung und man sieht die anderen Apartments nicht, man kann die aber besuchen, wie gesagt, wenn halt jemand da wäre. Und deswegen würde ich sagen, wir ziehen direkt mal aus und gehen in ein Apartment. Wo mehr los ist, ja, wo Ja. jemand drin wohnt, dass wir auch die Nachbarn zeigen können, mal gucken, ob wir den Vermieter antreffen und sowas irgendwie so ein bisschen Gameplay da machen und zeigen können. Es soll ja auch immer so eine kleine Entscheidungshilfe sein. Wir haben ja auch schon den Ersteller ein Sim gezeigt, den Baumodus. Jetzt gibt es momentan eine Let's Play-Reihe mit Rudi und der Container-WG. Und ja, also da gibt es jetzt hier so ein Apartment. Ich glaube, da wohnt auch jemand drin, genau. Und die wohnen hier zwei vielleicht sogar drin. Zwei Parteien, ja auch nur eine Partei. Dann ziehen wir hier mal ein. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Bude. Die hier und sagen hier mal neuen Haushalt zum Einziehen Hey guys, erstellen. Warbo. So, dann können wir mal kurz auch noch ein bisschen Hey, Abstecher in den Kass machen. Twinklinger. Wir können mal kurz hier die neuen Sachen auch noch mal kurz zeigen. Also hier die Frisuren hier zum Beispiel. Können wir mal machen. Komm, dann machen wir mal hier so eine Frisur. Wir ziehen dem mal so ein bisschen was Apartment-Style-mäßiges an und dann rutschen wir aber direkt wieder ins Gameplay rein. Da können wir mal gucken, was ziehen wir denn an? So was, ne? Das ist cool irgendwie. Das hat irgendwie was. Das ist irgendwie Ja, nice. vor allem diese lange Jacke. So, Ja, sehr so. cool. Aber ich möchte das irgendwie nehmen. Ich finde das voll cool. Oder das hier, das ist cool. Das hat so auch so ein bisschen so Muster, ne? Also nicht so ganz durchgängig. Ja. Der kriegt noch ein paar coole Schuhe hier so, ne? Oder wir nehmen die neuen, da gibt es auch neue Schuhe, die sind voll schön. Großstadtleben, hier so, Schuhe so, genau. Ratzi-fatzi, komm, wir erstellen ihm noch eine Freundin. Benue Secondhand. Die kriegt hier ein. Ja. Boah. Ja, du kannst mal ein bisschen Sport machen hier, komm. So, oh ja, jo. Ja, das ist cool, oder? Kriegt so ein Outfit hier einfach. Komm, Schwangerschaftsbauch weg hier. Und ja. Ja. Bist du still, Johann? Alles klar? Ja, ich würde vielleicht noch mal die Haare so ein bisschen Großstadtlebenmäßig machen. Ja, da hast du recht, wohl. Die sind echt, die sind cool, oder? So mit Farbe passt jetzt ein bisschen zum Outfit auch. Da Ja, Recycling. jumpen wir jetzt rein, genau, Stichwort Recycling. Hier sind da einheimische Merkmal, dann machen wir hier mal nicht kokett. Liebe, bäh. Und hier vegetarisch und die ist vielleicht so ein bisschen tanzwütig noch. Das ist Auszeit für Freunde. Er kriegt auch dieses einheimische Merkmal. Damit fühlen die sich wohl, wenn die in ihrer Heimatnachbarschaft sind. In dem Fall jetzt hier im Gewürzmarkt, wo wir die einziehen lassen. Der ist kreativ, selbstsicher und schon aktiv eigentlich. Na, komm, der ist doch aktiv. Keine faule Sau hier. Namen? Habt ihr Namen für unsere Sims? Wie sollen wir die nennen? Habt ihr schon Namen für unsere Sims? Schreibt mal Namen für unsere Sims. Wie heißen unsere Sims? Können wir mal ihr mal. Oder wir lassen, glaube ich, die Brille, aber die kriegt noch schöne Ohrringe. Gibt es irgendwie neue Ohrringe? Gibt es, glaube ich, nicht, ne? Doch, es gibt zwei neue Ohrringe, genau. Diese tollen, dieses einseitige Ohrring-Federding. Und hier diese, wow, die sind cool, ne? Die Pfauen hier, Ja. wow. Die ersten haben schon ganz gut gepasst, ne?
So, wie sollen die heißen? Tobias, Tim, Gabriel, Timo, Zoe. Zoe finde ich cool irgendwie. Leona. Habt ihr so tolle Namen? Zoe. Und er, wie sollen wir ihn nennen? Mickey, John. Was haben wir noch? Beatrice. Gabriel. David. Christoph. Was findest du cool? Ich würde David nehmen. David, okay, David, hier. David, wie heißt der weiter? Schreib mal ein paar Nachnamen uns. Backyard, Silverstick. Gewürz, boah, ist ja einiges los hier. Wie viele Leute sind denn da? Melanie, Andreas, hier. Was haben wir denn alles hier für Namen? Voll cool. Rudolf, Niklas, Xenia. Xenia ist auch cool. Edgar, Janno, wow, ihr habt da tolle Namen. Ich muss, glaube ich, öfters mal streamen, wenn ich meine Sims irgendwie einen Namen suche. Das ist ganz cool. So, Carlos, Norbert. Was haben wir denn für Nachnamen? Was können wir denn für Nachnamen machen, bitte? Schreibt mal Nachnamen. Nicht nur Sommer, oder? Burner finde ich cool. Burner mit Ö. David Burner. Und das ist die Zoe. Zoe, Zoe. Haben wir noch Nachnamen? Zoe. Miller, Lischi, Großstadt. Silverstorm. Bitte? Großstadt hat dann ja geschrieben. Smith. Was haben wir da? Irgendwas Cooles, irgendwas Witziges hier. Nicht Weber oder so. Lolli, Lolli, kommen wir mal einfach Lolli. Zoe Lolli heißt die. So, Zoe Lolli und David Bernard, die gibt es dann auch in der Galerie. Die können wir, glaube ich, direkt mal hochladen. Die Familie Bernard. Die Burner-Familie aus dem Simfans.de Großstadtleben Apartment Gameplay. Großstadtleben Apartment Gameplay Stream. So, Hashtag, Hashtag, Hashtag. So, hochladen. So, gibt es jetzt auch in der Galerie als Download. Viel Spaß damit. Die Burner-Familie. Mit Ö. So. Aber ich denke, die Okay. meisten können sich das dann erst ab Donnerstag downloaden. Ja, Also, ja. ja. Aber wenn ihr Bock drauf habt, das ist unsere Burner-Familie. Die bestätigen wir mal. Und jetzt ziehen die ins Apartment ein. Dann könnt ihr euch das angucken, wie das aussieht. Kann man hier natürlich wählen, möbliert. Das Coole hier ist auch, da gibt es ein Grundstücksmerkmal. Kobolde. Hier geht jede Menge kaputt. Es ist, als würden nachts winzige Kobolde hervorkriechen und Sachen zerstören. Aber das ist Quatsch, oder? Gab es mit Großstadtleben auch eigentlich neue Merkmale? Ja, es gibt einige neue Merkmale. Die Wochenmiete Ja, weil sind mit dem 400 Patch waren schon Simoleons. ein bisschen wenig. Ja, das So. stimmt, ja. Wochenmiete ist 400 Simoleons und wir können jetzt sagen, ob wir ne, das möbliert oder nicht möbliert oder eben planiert haben möchten. Und ja, wir möchten es mal möbliert haben. Wir gehen mal direkt rein. Wir wollen ja ein bisschen das Gameplay heute angucken. Jetzt haben wir die Sims hier drin. So sieht das aus. So, na, da wohnen dann die Familien hier drin. Das sind eigentlich wie so Grundstücke hier, wenn man es so vergleichen kann. Und jetzt könnte man hier noch eine Beschreibung eingeben oder eben dieses Grundstück hier umbenennen. Und ja, dann geht es rein ins Gameplay. Einfach mal auf Play drücken, kommt natürlich der Ladebalken. Auch zwischen den Apartments, innerhalb eines Apartmentgebäudes, gibt es auch, ja, ist auch Ladebalken. So, sind wir hier im Clubhaus 17, im Gewürzviertel. Da hinten ist die Container-WG mit dem Rudi. Und wo ist unser Apartment? Hier ist unser Apartment jetzt. Genau, der macht ja erstmal Ja. Sit-ups im Flur. Sehr cool. Du bist mir einer. So. Wochenmiete für 100, das kriegen wir hin, ne? Wir haben noch 13.000 übrig. Man hat relativ viel Kohle jetzt am Anfang, weil man muss ja nur die Miete zahlen und die Einrichtung muss man natürlich auch zahlen, wenn man das will, aber man muss nicht irgendwie am Anfang für das Grundstück und sowas was berappen. Eine Kaution ist manchmal nötig. Man kann jetzt hier das Apartment besuchen. Mit ihr, das können wir so machen. Also wir leben jetzt hier quasi, können hier spielen und nach unten gehen. Da gibt es keine Ladebalken, zeigen wir auch gleich nochmal. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wie das ist, wenn man andere Apartments besucht. Na, ihr habt es gesehen, ich klicke die Türe an und sage hier am Apartment besuchen und es kommt wirklich ein Ladebalken dann.
Und es kann auch sein, dass die Nachbarn rauskommen aus ihren Apartments und dann im Flur sich mit euch unterhalten oder einfach an eure Tür klopfen und sich beschweren, hey, ihr macht zu viel Lärm oder so. Mal gucken, ob wir da vielleicht auch Ratten haben oder so in unserem Apartment. So, jetzt wird es hier neu geladen und jetzt sind wir quasi in diesem Apartment hier drin. Und jetzt können wir an Tür klopfen, ne? Also so funktioniert das. Es gibt hier wirklich einen Ladebalken. Unser Apartment ist jetzt hier weg. Na, hier waren wir ja eben drin, das ist jetzt hier zu. Und jetzt sind wir hier offen, das sind jetzt unsere Nachbarn. Und wir sagen immer Hallo, wir sehen eure neuen Nachbarn hier. Guten Tag, hallo, freundlich vorstellen. Wie geht's euch denn so? Wie geht's euch denn? So. Was sind denn da die Aufgaben hier? Sich einem Unbekannten in drei verschiedenen Stadtvierteln vorstellen, einem Freund einen Wohnungsschlüssel geben, das geht auch, und dreimal an Essensständen bestellen, ja. Ist es da ein neuer Fernsehsender? Ich weiß also es gar ist nicht. es der Ist das eine? Da gibt es, glaube ich, drei neue Fernsehsender, den Politisim, den, was gibt es noch neu, ich weiß es gar nicht genau. Öffentlich-städtischer Sender und Weltkulturkanal. Das sind die neuen Sender, die es hier gibt. So, jetzt sind wir hier im Apartment. Und man kann jetzt hier natürlich mit den Nachbarn interagieren und sagen, hey, wir kennen uns jetzt, vielleicht kommt er dann auch mal vorbei. Man kann jetzt hier, man ist hier glücklich, ne? Er ist jetzt ja auch glücklich hier, trautes Heim, Glück allein, wegen Merkmal Heimatvorteil, ne? Hat er diese Stimmung. Und wir können jetzt hier auf dieser Karte hier, können wir eine Bestätigungsnachricht hinterlassen. Oder wir können eine Nachricht lesen. Das ist eigentlich ganz witzig, dieses Gameplay, dass man da so Nachrichten hinterlassen kann, dass man irgendwie schreiben kann, hey, mach die Musik nicht so laut und seid nett zu uns und so. Und ja, die haben uns hier schon aufgenommen, auf der Couch hier mittendrin. Und jetzt ist man eben, wie gesagt, hier mit diesem Grundstück verbunden. Und er hat jetzt die Notiz hier genommen. Heute Morgen, jeden Tag in der Zukunft, du wirst immer atemberaubend sein. Ne? Jetzt kann man hier selber so eine Bestätigungsnachricht hinterlassen und dann macht man so eine Notiz hier hin und jemand anders kann die dann mitnehmen. Ist eigentlich ganz witzig, aber bringt nicht wirklich viel was. Das hier ist unser Briefkasten. Hier gibt es auch noch einen Müllschlucker. Da bringen die dann den Müll runter quasi. Ist wie ein Mülleimer. Und jetzt kommen wir zu den Aufzügen mal hier kurz. Ja, also Supergirl schreibt gerade Fahrstuhl und das ist schlecht möglich. Das zeigen wir jetzt mal, genau. Also, also man wird eigentlich nur nach unten teleportiert, so in das unterste Stockwerk und man fährt halt nicht wirklich. Ja, man wird auf die Straße teleportiert. Also ich kann jetzt hier mal sagen, nach unten gehen. Ich klicke auf den Fahrstuhl, sage hier nach unten gehen und ihr seht dann jetzt, wie das aussieht. Um das mal zu zeigen, war auch viel in der Kritik, jetzt auch in der Community. Jetzt können wir es mal euch richtig live zeigen, auch im Gameplay. Also so funktioniert das. Der läuft hier zum Aufzug. Jetzt guckt mal auf den Sim. Er verschwindet und wo ist er? Irgendwo hier unten. Ist er. Weiß man nicht genau. Da ist er unten, steht er auf der Straße schon hier. Ne? So funktioniert das. Gleich auch andersrum. Hier oben habe ich mein Apartment. Ne? Ich klicke hier drauf, sage nach oben gehen und schon ist er wieder hier oben. Ne? Also so. So läuft das hier. Wenn ich jetzt auch hier sage, hier hingehen, seht ihr das auch? Der läuft dann in Richtung Aufzug, aber dann steht er schon auf der Straße quasi. Ne? Also so. So ist das gemacht hier. So ist das gemacht. Und schon ist er unten hier auf der Straße. Und jetzt können wir aber direkt auch Zeitersparnis ist klar, aber das ist wirklich so. Also der Aufzug geht nicht mal auf, der fährt nicht runter. Es gibt unten keine Eingangshalle oder irgendwas in der Art. Das ist wirklich so gemacht. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute das sehen hier, dass man ja Bescheid weiß, um was es sich hier handelt. Ja, wie die das gemacht haben, dieses ganze Game. Jetzt ist man hier in der Nachbarschaft, da gibt es auch keine Ladebalken dazwischen, finde ich ganz cool. Kann man jetzt Basketball spielen, was essen oder hier so auftreten oder so, ne? Und so funktioniert das jetzt. Wir gehen jetzt aber mal wieder hoch ins Apartment. Die ist ja noch hier drin. Wir sind jetzt hier bei den Nachbarn und die zockt hier, aber wir gehen jetzt mal direkt in unser Apartment wieder zurück. Und dazu klicke ich jetzt hier auf die Tür, zurück nach Hause, ne? Mit beiden hier, sage ich mal. Und dann merkt ihr auch, wie das funktioniert. Also man geht hier wieder zurück, der läuft dann hier hoch. Und er geht wieder vor die Tür und wird nach oben teleportiert. Und schon ist er wieder oben hier. Und dann kommt natürlich der Ladebalken, weil die Wohnung ja eine andere ist. Wir waren ja eben bei den Nachbarn. So.
Es ist eigentlich genauso wie bei den Nachbarschaften. Also wenn man ein anderes Grundstück besucht oder jetzt halt Apartment, Ja. kommt dann wieder ein Ladescreen. Richtig. Aber der öffentliche Bereich ist von jeder Wohnung aus zugänglich. Also unten der Park und so der Platz und alles. So, und jetzt sind wir wieder in unserem Apartment quasi drin. So funktioniert das Gameplay in diesem für Großstadtleben mit diesen Apartments. So, jetzt haben wir hier unser Apartment. Wir haben jetzt hier, glaube ich, irgendwo haben wir hier auch haben wir hier Rohre. Haben wir hier keine Rohre? Ich dachte, hier gibt es überall irgendwie Rohre, die man nicht entfernen kann oder irgendwie sowas. Sehe ich jetzt hier aber Ich gar nicht. glaube, in diesem kleinen Abstellraum oder so im Flur sind Rohre drin. Ach nee, ich glaube, das war bei dem alten Apartment. Aber da waren auf jeden Fall Rohre in so einem Abstellraum, glaube Okay. ich. Ja, da gibt es Rohre, die man eventuell fixen muss, aber ich glaube, das hängt mit so einem Grundstücksmerkmal zusammen. Und das können wir uns jetzt mal angucken auch, wie das denn funktioniert mit den Grundstücksmerkmalen. Also man kann hier Grundstücksmerkmale vergeben. Das hier ist schon vorgegeben, man kann es aber wegmachen. Es gibt aber auch Merkmale, die sind fest, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, wie mit diesem Kamin. Ne, das ist halt einfach drin. Oder das hier, ne, manchmal gibt es hier zum Beispiel so ein Schild. Ich glaube, das ist dieses, wie heißt das hier? Da gibt es eins noch. Die sind fest quasi. Da ist dann so ein Bild an der Wand von dem, der die, das ist der das von dem Gründer des Apartments oder keine Ahnung. Und das Bild darf man auch nicht entfernen und man kann auch das Grundstücksmerkmal nicht entfernen, weil es einfach irgendwie zu Ehren dieses ersten Bewohners oder was ist. Es gibt hier verschiedene Merkmale. Ich lese die jetzt mal vor. Die Küche des Küchenchefs, damit einfach, dass die Speisen, die in diesem Apartment zubereitet werden, generell eine höhere Qualität haben. Es gibt hier Erdbebengebiet. Es wackelt ab und an ein bisschen. Aber das hat nichts zu bedeuten. Ja, es trifft schon ziemlich gut, weil es verändert sich nichts. Ne? Die Kamera wackelt eben, es macht kurz so ein Geräusch und dann kriegen die Sims so eine Stimmung. Wow, Erdbeben, aber es geht nichts kaputt oder irgendwie sowas. Ja, Gute und das Schuhe. jetzt nochmal zu sagen, die Merkmale gab für Grundstücke gab es kostenlos mit dem Update. Also dafür braucht ihr nicht Großstadtleben, aber es mit Großstadtleben kamen halt neue dazu, also Ja. mehrere noch. Ja. Gute Schulen. Die hiesige Schule ist toll, ne? Die Kinder scheinen gute Noten zu bekommen. Das heißt einfach, dass die Kinder dann eben bessere Noten haben, wenn die in diesem Apartment wohnen. Böse Schwingungen. In diesem Ort ist es leichter, andere Sims mit Sozialaktionen aus der Kategorie Gemein und oder Unfug zu verärgern. Dann haben wir Apartment Atelier. Die künstlerischen Schwingungen in diesem Ort regen die Kreativität an. Beim Malen, Schreiben oder bei der Holzbearbeitung wird eine bessere Qualität erzielt. Das sind alles so Boosts irgendwie. Mit so ein paar Ausnahmen. Wunderschönes Abendrot und die sind glücklich und inspiriert und energiegeladen, wenn die Sonne untergeht und so. Verflucht gibt es auch. In diesem Apartment scheinen jede Menge Dinge schief zu laufen. Das können wir mal machen, das ist ganz witzig. Ekelerregend. Sims kann schlecht werden, wenn sie essen oder trinken oder die Toilette benutzen. SimView Wundermünzen. fragt gerade, wie viele Leute können in einem Apartment leben? Also ganz normal 8 Personen, wie im ganz normalen Haushalt. Aber man kann auch noch Leuten ihren, also den Schlüssel, den Wohnungsschlüssel geben. Ja, Matzke hat jetzt eben geschrieben, Daniel, spiel mal Keyboard. Habe ich gehört, es soll nur ein Radio sein. Ja, das ist beides. Es ist ein Klavier und ein Radio. Also man kann das auch anstellen, das Klavier, und dann so Synthesizer anmachen. Können wir ja gleich auch mal angucken. Wir gehen jetzt mal die Merkmale noch kurz durch. Wir haben ja auch noch Wundermünzen und da gibt's, findet der Sim immer mal wieder Wundermünzen, aber es ist nicht auch so, dass der irgendwie die in so einer Sofaritze oder so findet, sondern es kommt einfach ab und zu einfach so so ein paar Simoleons werden da einfach der Haushaltskasse hinzugefügt. Die Party-Location, Party sind hier der Brüller und die Party-Ereignisse, die Ziele, die werden schneller erreicht, leichter erfüllt, schmutzig. Von verstopften Kanälen bis hin zu schmuddeligen Küchenschränken wird hier alles viel schneller, dreckiger. Ja, und hier für diese Grundstücke gibt es keine Anforderungen. Manchmal gibt es hier auch Anforderungen. Zum Beispiel braucht man ja einen Mülleimer oder einen Aufzug bei einem Penthouse, bei einem Apartment nicht. Heimgesucht gibt es auch noch. Da kommen dann immer mal wieder Geister vorbei. Eine romantische Aura, dass die Sims, die in diesem Apartment wohnen, eben häufiger irgendwie, ja. In kokett werden, von der Emotion her, guter Boden. Man kann hier Gartenarbeit machen. Kinderarbeit, Kinderparadies. Und Kinder scheinen hier schneller zu lernen. Also die Fähigkeiten der Kids gehen schneller hoch. Heimisch, das wohlfühlige Ambiente der Sims hilft, Mixen und Kochen, Geschicklichkeits- Gartenfähigkeit zu verbessern. Dann gibt es hier noch schnelles Internet. Und das ist vorteilhaft für alle Programmier-, Spiel- oder Schreibfähigkeiten. Also es ist einfach so ein Fähigkeitenboost quasi dann auch wieder. Tolle Akustik, das gleiche mit Gitarrenfähigkeiten.
für Musiker. Fruchtbarer Boden, da ist dann, na, wenn man dann wenn man Babys bekommt, ist die Chance höher, dass es Zwillinge werden. Dann wissenschaftliches Gebiet, da werden eben wieder Logik und so, Raumfahrttechnik schneller erhöht, gesellig, da werden dann die Fähigkeiten Charisma. Also es sind eigentlich alles Fähigkeiten Boost, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und hier, ne, natürliches Licht, dann das Malen und Fotografieren besser. Wichtel, das ist wieder witzig. Wichtel, die kaputten Sachen werden anscheinend über Nacht repariert. Es ist, als würden Freundchen Wichtel über diesen Ort wachen. Also kann es sein, wenn ihr was Kaputtes habt, irgendwie, dann wird das irgendwie repariert über Nacht. Frischluft, das ist eben für Sport dann ganz gut. Und private Behausung, das heißt, hier, das schreckt halt andere, steht es hier auch, andere Besucher ab. Und ja. Und ich glaube, die meisten wollen jetzt Erdbeben. Erdbeben, wir machen Erdbeben. Wir gucken mal, ob wir ein Erdbebengebiet hier kriegen. So, das haben wir jetzt mal festgelegt. Jetzt können wir wieder zurück in den Live-Modus. Die Dinger kann man auch jederzeit ändern, also das ist gar kein Problem. Und ja, dann hat man hier einfach eine schöne Aussicht. Mehr ist das eigentlich auch nicht. Und es kann sein, dass man Ratten hat. Es kann sein, dass irgendwelche Tierleinen hier kommen oder so. Oder es sind so kleine Events dann versteckt durch diese Merkmale. Ne? Wenn es irgendwie so unsauber ist, dann kommen hier vielleicht Ratten und ja, that's the Gameplay. Und ja, man kann die Tür abschließen, eben ganz normal. Man kann hier, wie gesagt, auch bitten zu plaudern, ne? Also wenn die da drin sind. Man kann auch sagen, kommt mal raus, kommt mal zu uns. Ne? Kann man auch hier probieren. Hier wohnt niemand drin, deswegen ist sie leer. Hier wohnt auch niemand drin. Ja. Also das ist so dieses Apartment-Gameplay. Jetzt wurde gefragt, ob ich kurz mal das Klavier zeigen kann, das Keyboard. Das Keyboard, das neue Keyboard. Das gibt es in Aktivitäten, glaube ich. Habt ihr noch Fragen zu diesem Apartment-Gameplay, wie das funktioniert? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Seid ihr noch unentschlossen, ob ihr euch dieses Pack holen wollt oder nicht? Wo ist denn das Keyboard? Jetzt sind hier, das ist das Keyboard. Das Digirad-Keyboard. Es wurde gerade gefragt, ob in den anderen Etagen auch Sims leben. Nee. Also es sind nicht alle Apart also alle Etagen, also man kann da nicht hingehen oder so. Und ich glaube, meistens nur eine Etage. Es gibt so eins noch mit drei Etagen, glaube ich. Ja. Ja, es gibt eins Also. mit drei, es gibt eins mit zwei und ich glaube zwei mit zwei und die alle anderen sind auf einer Ebene. Aber es gibt es auch. Keyboard Autoplay kann man hier machen, ne? Jetzt kann man hier einfach sagen, Blues hören oder so, ne? Und dann kommt da eben Musik raus. Ne? Wie eine Stereoanlage, mehr oder weniger ist das dann. So. Spielt das Ding halt allein. Es ist theoretisch eigentlich wie ein Klavier. Also die Bewegung, wenn er das spielt, ist eigentlich genau die vom Klavier. Ja. Also man kann das automatisch eben machen hier, dass das Ding hier spielt. Also kommt Musik raus, ist wie eine Stereoanlage, aber ne, ja. Hier wurde gerade gefragt, von Kitty Special, kann man die Türen wegmachen? Also man kann sie, glaube ich, auch. Also man kann sie nicht wegmachen und ich glaube, man kann die auch nicht verschieben. Also die Haustüren. Kann man Die die sind verschieben? fest. Nein, nein. Die Außenwände, alles was in den Außenwänden ist, ist fest. Also die Fenster und Türen, die sind alle fest. Innen drin, innerhalb kann ich alles verschieben, was ich will. Ne? Also das kann ich hier machen, wie ich möchte. Ich kann die Tür ja auch verschieben, ich kann die wegmachen, was auch immer. Aber die Außenwände, die sind fest. Also ich kann da nichts machen. Also die sind hier, wo sie sind. Ich kann die natürlich mit Tapeten und alles kann ich machen. Ich kann Sachen an die Wand hängen, ganz klar. Aber ich kann die nicht irgendwie nach innen verschieben. Oder irgendwie wie jetzt mir einen Balkon oder sowas machen, das geht nicht. Also ich kann jetzt hier keinen Balkon oder so machen. Ne? Da kommt immer wieder die Wand, auch wenn ich die jetzt hier von außen nach innen ziehe. Ich kann hier keinen, ne? Das funktioniert nicht. Das können wir mal probieren, ob man hier einen Zaun ziehen kann. Das wäre mal ganz witzig, aber das geht nicht. Ne? Also man kann hier gar nichts. Man kann hier gar nichts machen. Das ist hier fest. Das ist eine Wand mit den Fenstern und die, ja. Dem Vermieter festgelegt. So, hallo Nachbar, ich langweile mich. Hast du Lust, ein bisschen abzuhängen? Wir könnten ein bisschen quatschen oder irgendwas machen, wozu du Lust hast. Okay, dann lassen wir den mal rein, oder? Können wir hier mal sagen, mit Nachbar tratschen. Oh, wer kommt denn hier? Noch eine Schwangere, guck mal. Hallo, Gott. wer klopft an unsere Tür?
Nachbarn hereinbitten, da ne, kann man jetzt hier sagen. Oder man kann auch sagen, Nachbarn nach Hause schicken. Nachbarn begrüßen und so. Und ja, jetzt kommen wir mal auf zu spielen. Wir haben Nachbarn da, hat gerade geklopft hier. So, hallo. Oh, die bringen sogar was mit. Guck mal, hier Kuchen oder was. Sieht aus wie ein Brot oder so. So, komm mal rein. Ist hier alles babysicher. Ja, komm rein. Dankeschön. Jetzt esse ich gleich mal hier ein Stück nehmen. Hier wurde gerade auch noch gefragt, ob wir mal die sprechende Toilette zeigen können. Ja, das können wir auch noch machen. Ja. Susu. Ja. So, Susul, hallo, willkommen hier, Nachbarn. Wir können jetzt mit den Nachbarn ganz normal reden, also wie es sonst auch der Fall ist natürlich. Und man kann jetzt sagen, fürs Kommen danken, ne? Das ist so normal. Am Anfang, wie sagen wir jetzt hier zwei Türen? Ach so, das ist die eine Tür. So. Ja, also mehr ist da wirklich auch nicht drin. Es ist kein Unterschied, sage ich jetzt mal, zum normalen Gameplay. Neben den Merkmalen und eben die Nachbarn, die man da ganz normal auch besuchen kann, wie auf normalen Grundstücken auch. Der Vermieter, den kann man nicht selber spielen, nee. Sprechende Toilette, okay, machen wir. Komm, wir machen die sprechende Toilette. So. Dann verkaufen wir das Klo Ja. und kaufen die sprechende Toilette. Welche wollt ihr denn haben? Weil wir haben sogar zwei sprechende Toiletten. Welche wollt ihr denn sehen? Wollt ihr die kleine, die 900 Simoleons oder die 2000 Simoleons? Nehmen wir gleich die teure, oder? Ja. So. So. Jetzt kann man hier sagen, das ist ganz witzig. Also, man kann hier festlegen, die sprüht auch hier unten schon so, seht ihr das? Man kann hier festlegen, die Hologrammanzeige, ne? Man kann die Nachrichten da anzeigen, man kann Spritzer, Wasserfall oder Disco. Und man kann künstliche Intelligenz, man kann sagen, die Stimme ist männlich oder ist weiblich. Und man kann sagen, ja, die Sachen sind hier eingestellt. Man kann auch sagen, diese BD-Show aus oder BD-Show ein. Das ist jetzt alles hier Stimmungsbeleuchtung, ne? Und das ist dann hier diese Show, dass das so spritzt hier. Das kann man ein- und ausschalten. Wir können die jetzt mal benutzen. Benutzen und Fragezeichen, benutzen und Fragezeichen. Verwende dieses Objekt, um die besonderen Funktionen kennenzulernen. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir schicken die jetzt mal alle aus dem Klo raus. Gehen mal raus hier. Wir haben hier jetzt Apartment Gameplay Screen. Komm raus hier. Ich will die Toilette zeigen hier. So. Was war das jetzt? Ist schon fertig oder was? Was war das jetzt? Ja, der muss gar nicht aufs Klo oder was. Benutzen und Fragezeichen. Komm, mach das mal hier. Komm. Hör auf hier mit dem Teller. Weg. Funktioniert ja schon toll. Also, es ist eine künstliche Intelligenz, die redet auch mit einem. Ist voll witzig. Kommt der jetzt wieder? Kommst du zu uns? Oh, da kommt Wasser raus. Wo bist du denn jetzt? Auf, komm. Auf Klo mit dir. So, jetzt kommt hier ein Hologramm. Und da zeigt er zu Nachrichten an oder irgendwas, ne? Man kann, glaube ich, auch die noch verbessern und noch mehr irgendwie dann da holen. Die spricht mit uns gar nicht. Wieso spricht die mit uns nicht? So. Ist schlecht drauf. Genau. Man kann jetzt hier sagen, freundliches Geplauder oder unhöfliches Geplauder. Naja. Man kann mit der Toilette reden und sogar sie mit ihr anfreunden. Die redet dann auch so. Technik kritisieren. Also ist schon ein bisschen unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich finde es auch komisch. Also dann auch lieber einen schönen Aufzug oder eine Wendeltreppe. Aber es ist halt, ja, es ist halt so ein bisschen Witz. Na. Ja. Das ist die gemein, ne? Das Auge verändert sich irgendwie so. Ja. So, man kann jetzt hier mal die Sachen ändern. Man kann sagen Wasserfall. Jetzt kann man die benutzen und dann kommt so, guck mal hier, benutzen und reinigen. Jetzt gucken wir mal noch, was es noch so gibt. Also, da ist schon einiges drin in diesem Ding. Also, das ist nicht irgendwie zu unterschätzen auch. Aber es ist halt, ne, da guckt es so rund, ist so ein bisschen. Naja.
Ist die Toilette, also hier wurde gerade noch im Chat gefragt, ist die Toilette jetzt auch bei den Beziehungen drinne? Ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Doch, die ist sogar drin, ja. Die ist sogar drin. Hier, bekannter, leutseliger Locus 2.0. Ja. Eine Beziehung mit einer Toilette. Guck mal hier, man Wunderbar. kann benutzen und reinigen, man kann sagen benutzen und Massage erhalten. Jetzt probieren wir nochmal, ob wir das dritte auch noch rauskriegen, was das Ding noch kann. Es gibt hier natürlich Stimmungen dann auch, ne? Genau, hier ist die Toilette hier durchgeknetet. Eine Massage wirkt belebend und so, ne? Dann kriegt er eine Massage von der Toilette, aber keine Ahnung, das sieht man auch nicht wirklich. Wir lassen den jetzt nochmal aufs Klo gehen. Wir müssen mal gucken, was da rauskommt. Der muss halt gar nicht mehr aufs Klo, ne? Das ist ein bisschen dämlich, aber was willst du tun? Das ist die sprechende Toilette. Ja, und die, ja, wenn der halt nur kurz aufs Klo geht, wie gesagt, dann kommt halt auch nur kurz das Hologramm. Also. So. Kurze Nachrichten. Na. Oh, Massage. So, die ist jetzt auch energiegeladen, weil die eine Massage bekommen hat, ne? Durchgeknetet. Aber mehr ist das wirklich nicht. Es ist wirklich hier, also ihr seht es ja auch. Ich weiß nicht, oder vergesse ich irgendwas, ne? Jetzt kommt hier so ein Wasserfall, jetzt muss ich irgendwie niesen oder. Also ich meine, wer es braucht. Die ist schon hier auch verbessert, ne? Beleuchtete Hydrojets, eine KI-Matrix und ein Photon-Projektor. Und dann haben wir hier noch KI-Einstellungen. Hier können wir dann die Stimme noch ändern, wie gesagt. Man kann jetzt auch die Sachen ausschalten oder hier eben die Hologramme ändern. Wir machen jetzt mal Disco. Das müssen wir noch angucken kurz. Machen wir nochmal Disco-Dings hier. Was macht die denn jetzt? Ach so. Jetzt kommt die Sie geht jetzt Disco-Kugel, auf die ne? Toilette. Wenn die beim Kacken ist, kommt Disco-Kugel. Und dann kommen da oben eben die Nachrichten oder wie gesagt eben. Ja. Das ist alles, was das Ding kann und ja. Und da kommen so Sprühdinger raus die ganze Zeit. Man kann mit denen labern hier. Komm, wir labern mit der Toilette. Ja, ich finde es auch komisch, ne? Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Das ist halt einfach ein sprechendes Klo mit ein paar Funktionen. Wie gesagt, ich hätte auch 10 Sachen gewusst, die irgendwie wichtiger gewesen wären oder irgendwie interessanter. Wie mit einer Toilette zu reden, aber was willst du tun, ne? Das haben die Entwickler halt so entschieden. Ich sag nur Wendeltreppen. Also wir fragen auch gerade ganz viel, ob wir die Karrieren zeigen können. Ich glaube heute eher nicht, weil es ist ja ein Apartment-Gameplay-Spiel. Genau. Heute nicht die Karrieren. Das machen wir auch noch irgendwie. Mal gucken, vielleicht auch später. Mal gucken. So, habt ihr noch Fragen zum Apartment-Gameplay? Habt ihr noch Fragen zum Apartment-Gameplay? Habt ihr Fragen zum Apartment-Gameplay? Wollt ihr noch irgendwas wissen, wie das funktioniert? Also man kann hier, wie gesagt, den Müll runterbringen, nicht runterbringen, hier einen Müllschlucker reinschmeißen statt dem Ding. Man hat den Aufzug, um nach unten zu kommen, aber man beamt sich nur nach unten. Es gibt natürlich diese Merkmale, die dann ganz viel irgendwie Einfluss haben, aber ein Erdbeben kam jetzt ja auch nicht. Na, wir können mal ein bisschen vielleicht schneller machen, mal gucken, ob da noch irgendwas passiert, aber boah, so viel scheint da auch nicht los zu sein. Da gibt es auch einen Preview-Clip, gibt es auch hier im Channel. Sucht einfach mal Sims 4 Großstadtleben Erdbeben, dann findet ihr den direkt. Hat der Bene mitgebracht vom Event. Und ja. Man kann den Müllschlucker, das ist eine gute Frage, ob man den Müllschlucker oder die Ding auch im eigenen Haus benutzen kann. Also im normalen Grundstück, auf dem normalen Grundstück gibt's das Ding, glaube ich, nicht. Bin mir aber nicht sicher, weil auf dem Penthouse gibt es auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob es das auch in dem Dings gibt, hier auf dem ganz normalen Grundstück jetzt in Willow Creek oder so. Ne, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. ja, so. Die gibt es auch hier, glaube ich, gar nicht im Baumodus drin.
Weil die sind ja draußen auf dem Flur. Und die gibt es, glaube ich, gar nicht. Briefkasten, Briefkasten. Nee, die gibt es hier gar nicht mal. Nicht mal im Apartment gibt es sie zur Auswahl. Die sind eben draußen. Die sind eben draußen hier auf dem Flur. Und da ist eben dann ja, der Müllschlucker und der Briefkasten. Und die gibt es auch nur hier. Und da muss man dann die Rechnungen zahlen, beziehungsweise die Miete. Und ja, wenn man nicht zahlt, passiert auch nichts, ne? Man kann nicht rausgeworfen werden oder so. Ist wie mit dem Strom und Wasser. Der Strom und das Wasser wird halt eben dann abgestellt. Man kann aber nicht rausgeschmissen werden, wenn man die Miete nicht bezahlt. Ja, Ja. dann haben wir es doch mit den Apartments schon, oder? Ja, hier wurde gerade von Alina K. gefragt, gibt es Hochbetten? Nein, leider nicht. Nee, gibt leider keine Hochbetten. Ja, das mit den verflucht, Dinge schief zu gehen, Kobolde, die Sachen zerstören. Ich habe davon jetzt auch noch nichts gemerkt. Mal gucken, wann die mal endlich greifen. So. So, was haben wir noch? Bitte geht mal joggen. Guckt mal, ob das geht. Vorteile des Vegetarismus preisen. Kann man Du musst joggen auf den gehen? eigenen Sim Ach so, ich klicken. bin auf dem falschen, ja. Ich dachte, ich hätte den. Der geht jetzt auch irgendwo hin. Wo geht der hin? Der geht nach unten. Der ist schon unten. Hallo, wo bist du? Ist immer ein bisschen komisch, weil man merkt gar nicht, wo ist der jetzt eigentlich? So, die sind jetzt unten und man kann jetzt hier singen üben, zurück nach Hause. Doch, man kann auch joggen gehen. Ja, das funktioniert ganz genauso wahrscheinlich wie in den normalen Welten auch. Ja. Ja, da geht es eben joggen hier. Und läuft hier im Kreis. Ist auch ganz witzig, weil es Vielleicht. gibt hier bestimmte Pfade auch, das haben die gemacht, dass die hier so quasi im Kreis rumlaufen. Also es gibt in jeder Nachbarschaft gibt es hier so Pfade und da laufen die dann entlang. Und ja, in dem Fall jetzt eben hier, ne? Nach hinten und wieder zurück. Ja, Und vielleicht kommen ja jetzt die Kobolde, weil es Nacht ist. das kann auch sein. Ja, die verschwinden nicht, also die lösen sich nicht auf, die laufen dann wirklich rum. Ganz schön ist das gemacht im Park. Myshuno Meadows, da joggen die dann wirklich so einen Weg entlang um den See fast schon. Nicht um den See, aber ne, so am Rand hin und her. Und ja. So, ziehst dich dreimal um oder was und läufst wieder zurück. Gehst zum Basketballspielen? Ist da was los heute? Ja. So, zieh mal ins Lagerhaus. Kann man die Toilette heiraten? Nee, kann man nicht. Ich wurde auch gerade gefragt, was passiert, wenn Vegetarier Fleisch essen? Ist eine ganz interessante Dann Frage. wird's denen schlecht. Ach so. Dann wird's denen schlecht. Die kriegen dann so eine Stimmung. Und dann wird es denen schlecht. Der ist ja Vegetarier, ne? Wir können jetzt mal gucken, ob wir irgendein Fleisch hier noch auftreiben können bei Nacht. Ich glaube nicht. Die sind alle schon zu. Ich nehme die Stände immer nachts zu, ne? Das ist echt schade eigentlich. Oh, guck mal, da ist Rudi hier. Hallo, Rudi. Hallo. Der Rudi. So. Also habt ihr noch Fragen zu den Apartments? Könnt ihr der Wohnung die Wände runter machen, um zu gucken, wie es aussieht? Also ich kann hier natürlich jetzt hier mal so die Wände runter machen, aber das betrifft immer dann nur das eigene Apartment und nicht die anderen Apartments. So sieht das dann aus. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre, kann man dort die Wandhöhe verändern in den Apartments? Nein. Das geht nicht. Das ist hier fest. Ach so. Ja, es wäre auch komisch, weil dann müsste ja das ganze Haus größer werden. Wenn ich jetzt hier einen Stockwerk nach oben gehe, dann sieht man auch hier, das sieht das aus. Und wenn ich nach unten gehe, weiter geht es nicht nach unten. Wir sind ja ganz unten, wie gesagt. Unten drin ist nichts, ne? Das ist nichts. Da wohnen keine Deko. Sims drin, da kann man nicht die Treppen runterlaufen oder irgendwas. Geht alles. Man hat diese Etage hier, das sind jetzt hier vier Apartments in diesem Fall. Und da sind dann eben die vier Wohnungen. Und auf den anderen Etagen ist hier nichts. Es gibt aber, das können wir jetzt mal machen, wir können mal zurück in Welten verwalten gehen. Und da können wir jetzt uns mal andere Apartments angucken, die vielleicht so ein bisschen imposanter auch aussehen. Da denke ich zum Beispiel auch an das Modeviertel oder an das Nobelviertel. Im Nobelviertel waren wir am Anfang schon drin. Aber ich glaube, in dem einen, in dem Modeviertel gibt es auch ein zweistöckiges. Oder war das nur im Nobel? Ich weiß es nicht mehr, im Modeviertel.
Gucken wir mal. Also hier gibt es so Apartments, ne? Hier auch in diesen Nachbarschaften. Wir sind momentan hier jetzt. Und hier gibt es auch, hier genau, gibt es zweistöckige Apartments. Hier guckt mal, ne? Können wir uns mal jetzt auch angucken. Die sind so über Kreuz. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Wir spielen mit denen. Und das sind dann mehrstöckige Apartments. Das geht auch. Es gibt sogar ein dreistöckiges mit einer riesigen Glasfront. Das sieht ziemlich cool aus. Können wir uns auch noch angucken. Und hier wurde gerade noch gefragt, gibt es noch mehr Dinge außer die sprechende Toilette? Ja, dazu gab es gestern einen Livestream, wo jetzt auch, glaube ich, die Aufzeichnung auf dem Genau, YouTube-Kanal mit ist. den Baumodus-Objekten, die wir euch da alle zeigen, aber die Funktionen der Objekte haben wir euch nicht gezeigt. Also hier ist jetzt ein zweistöckiges Apartment. Ich mache mal auch hier die Wände hoch, damit man das sieht. So sieht das dann aus. Sieht ziemlich cool. Hier im Modeviertel sind wir hier. Und wir sind jetzt hier auf der Rückseite so ein bisschen, sage ich mal. Und das geht aber hier oben weiter, das Apartment, noch auf ein zweites Stockwerk. Und da hat man dann, kommt man hier hoch mit der Treppe und hat dann hier eben dann auch diesen Ausblick. Ich zeige das mal, das ist ganz cool. Man kann hier dann so nach unten gucken. Und hier gibt es auch noch einen Balkon. Und der gehört auch dazu. Also man kann ja auch raus auf den Balkon dann hier. Es gibt einfach verschiedene Apartments mit verschiedenen Aufteilungen ja, verschiedenen Aufteilungen und Formen. Manche haben Balkone, manche gehen über zwei Stockwerke, manche nicht. Manche sind größer, manche sind kleiner. Das entspricht dann auch wieder natürlich den Kosten, die dann teurer sind oder so, wenn man das macht. Also das gibt es hier auch. Und man kann jetzt auf den Balkon raus und hier alles machen, wie auf einem normalen Grundstück auch, und ist dann eben auf dieser Etage. Die anderen Etagen gehen aber nicht. Also man hat hier wieder diese zwei Apartments, die sind auf diesen zwei Stockwerken, sind fest definiert und der obere hat halt hier einen Balkon. Und so ist das dann. Ne? So kann man ganz normal spielen. Wie gesagt, wenn man hier nach unten gehen möchte, das gleiche Spiel. Die laufen in Richtung des Aufzugs, gehen hier die Treppe nach unten und verschwinden dann und werden nach unten gebeamt. So kann man das, glaube ich, sagen. Ist auch ein bisschen Zeitersparnis, aber es gibt kein Wuhu oder so, Techtelmechtel im Aufzug. Der ist sofort hier unten, ungeschnitten hier Gameplay. Und so funktioniert das Ganze. Und ja. Zurück, genau gleich auch. Ne? Er verschwindet und ist hier wieder oben jetzt plötzlich in dem Apartment. Die Form der Zimmer kann man verändern. Genau, ich schau dich, hat es gefragt. Wir gehen jetzt mal die Fragen durch. Komm, jetzt, ich gucke hier die ganze Zeit in den Chat. Ich kann nicht gleichzeitig spielen und in den Chat gucken, aber jetzt, ja, jetzt Zickzack hat gerade gefragt, gibt es ein Himmelbett? Ja, gibt es gibt's auch, eins. ja. Wie viel kostet das teuerste Apartment? Das weiß ich auch nicht. Das glaube ich, das im Nobelviertel. Da können wir auch mal kurz reingucken. Eine Treppe nach unten auf den Balkon geht nicht, Lindas Lifestyle Channel. Pools kann man machen. Keller gehen nicht. Ich glaube, wir haben genau hier die Alto Apartments sind hier, glaube ich. Oder ich denke, die Landgrab, weil die gehen über drei Stockwerke. Ne, die gehen über zwei. Aber das hier geht über drei, genau. Das hier geht über drei. Ich glaube, das ist das teuerste. Das ist, glaube ich, das Teuerste. Wir können da mal Ja. hinreißen. Kann man da eigentlich rein? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. So. Kann man die Nachbarn besuchen? Ja, man kann die besuchen. Das haben wir am Anfang vom Stream gezeigt. Babys im Aufzug gehen nicht. Man kann die Aufzüge gar nicht betreten. Die Türen gehen nicht mal auf. Was haben wir hier? Kann man auf dem Balkon selber bauen? Ja, das geht. Heute ist Apartment-Stream, Leute, bitte. Heute geht es um die Apartments. Wir müssen das bisschen trennen, sonst wird es ganz wirr. Ich hoffe, ihr versteht das, was wir damit vorhaben. Das hier ist jetzt auch wieder so ein Apartment. Das geht Hier über wurde auch gerade drei gefragt, was beim Stockwerke. Update neu war. Da gibt es eine News auf simfans.de, was alles neu war. Genau. Und So. eine Sache, die steht da nicht drin. Also das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Man kann noch, es gibt jetzt noch so eine rote Hautfarbe für die Sims. So, Schaumbad nehmen. Also hier ist jetzt dieser Eingang, aber wir können jetzt nicht ins Apartment rein, weil da niemand wohnt. Der soll jetzt aber mal trotzdem hier auf die Badewanne gehen. Da kann ich das abgeschlossen, genau. Also hier sind wir jetzt im Nobelviertel. Hier gibt es auch ganz normale Grundstücke. Es gibt nicht nur die Apartments. Und es gibt natürlich hier oben auch die Penthäuser. Dann die können wir jetzt auch nochmal gleich angucken. Und das hier, es sieht wirklich schön aus. Ne? Und was auch hier ganz witzig ist, da hinten laufen auch so Sims rum, um das Ganze so lebendiger wirken zu lassen. Aber also das sind keine echten Sims. Das sind irgendwelche Roboter-Sims hier. Das sind Animationen einfach, ne? Ich vergleiche es jetzt mal mit den Tauben oder so im Park oder so. Wow. Jetzt hier schwindelig hier. Wow.
hier mit der Kamera hier, also in der Luft. Also so, ja, das ist hier schwierig, weil die Kamera wird schneller, sobald man da rausgeht. Und hier unten auf diesem Platz, da laufen aber natürlich echte Sims rum. Also da kann man auch selber rumlaufen. Das sieht auch wunderschön aus, keine Frage. Und da oben, da gibt es jetzt hier ein Penthouse hier oben. Ne? Es ist so ein Grundstück auf dem Dach. Da kann man auch hingehen. Und das funktioniert genau gleich. Also man wird hier quasi dann reisen. Es kommt ein Ladebalken und dann ist man eben oben auf diesem Penthouse, kommt da auch hoch mit dem Aufzug und runter und dann wieder in die öffentliche Nachbarschaft. So, kann man die Fenster am Jetzt können wir Balkon gleich nochmal verändern? das Graffiti zeigen. Wie gesagt, heute möchte ich bitte gerne Apartments machen. Ach so, ja. So, genau, man kann Schlüssel kann man geben, genau den Nachbarn noch, das haben wir auch noch nicht gesagt, man kann Schlüssel geben. Und dann können die selber reinkommen. Mehr ist da aber auch nicht drin. Also man hat jetzt hier so ein Penthouse. Das ist wie gesagt kein Apartment. Das ist ein Grundstück auf dem Dach. Und es sieht sehr imposant aus. Ne? Es ist echt krass hier. Vor allem die Nachbarschaft hier. Und das Witzige ist auch, wenn man das so ein bisschen guckt, man sieht hier so ein bisschen die Gegend. Und da hinten ist zum Beispiel dieses Gewürzviertel, ne? Mit der Brücke und so, dieser Gewürzmarkt. Und man kann da wirklich so ein bisschen gucken und entdeckt dann die anderen Nachbarschaften. Das ist irgendwie voll cool gemacht. Ja. So, dann gehen wir mal wieder nach Hause, würde ich sagen. Genau, die Sims können sich beschweren, wenn man zu laut ist. Es kann auch sein, dass aus den Türen von den Nachbarn Musik rauskommt oder so, ne? Und dann können sich die Sims quasi beschweren. Die können an die Tür klopfen und sagen, ich mach mal die Musik leiser oder so. Das taucht einfach von Zeit zu Zeit auf, zufällig, dass die Nachbarn mal laut sind oder dass da irgendwas dann, ne, passiert und dann kann man eben in die Tür klopfen und sagen, hier, hör mal auf. Muss man, hier wurde gerade von Vanikul cool gefragt, muss man bezahlen, wenn in Apartments Feuer ausbricht? Ich glaube nicht, oder? Die Einrichtung, die gehört einem selber, ne, die muss man kaufen am Anfang. Die Einrichtung oder man sagt, ich möchte diese Einrichtung nicht haben, dann ist das Apartment leer. Und wenn da was brennt oder so, dann muss man das auch selber ersetzen. Das ist ganz normal, wie auf einem normalen Grundstück auch. Ja. So, was haben wir hier noch? Rutscht die Kamera nach unten? Nein, die Kamera rutscht nicht nach unten. Also ich kann hier ganz weit raus und erst wenn ich ganz weit weg bin, hier sieht man es ganz gut, dann rutscht die erst nach unten. Also wirklich, wenn ich echt weit weg und wirklich irgendwie nach unten gehen will oder so, dann rutscht das erst runter. Das ist, glaube ich, richtig gut gelöst auch. Und ja, also da habe ich irgendwie gar keine Probleme mit gehabt, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich spiele hier und dann plötzlich ist die Kamera rutscht die nach unten. Das ist wie so ein Boden hier. Und die rutscht dann auch nicht nach unten. Also erst wenn man echt weit weg geht, quasi so diese Entfernung und dann blub, fliegt man runter. Und so sieht das aus. Auch hier, wenn ich jetzt hier wieder so rüber gehe und plötzlich geht die Kamera dann hoch und dann bin ich hier oben. Also that's the case hier, ne? Man kann hier nach unten natürlich, aber also ich habe hier kein Problem beim Spielen irgendwie. Ich finde es also angenehm. Man rutscht dann nicht mal aus Versehen nach unten. Das geht hier echt ganz gut. So. Ich weiß nicht, wie viel das teuerste kostet. Wie gesagt, wir haben es gerade versucht zu besuchen, aber da gibt es nicht so viele Sims, die da drin wohnen. Wir können jetzt hier mal wir können die mal hier, die Fang, können wir mal spielen. Und dann gehen wir mal zurück in Welten verwalten, nicht in Reisen. Na, stopp. Stopp, 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 stopp. Welten verwalten. Ach, das geht hier nicht beim Reisen. Dann gehen wir mal zu dieser Feng-Familie. Welten verwalten. Wo sind wir hier? Da. Und da können wir dann in ein anderes Apartment mal reingehen. Das. Wann kommt das Pack raus? Wurde gerade von Julia gefragt. Es kommt am Donnerstag in Deutschland raus. Ja, das sollte die Lachs mitbekommen haben. Hallo. So, das ist das Feng-Apartment, das ist ziemlich cool, das habe ich auch schon mal angeguckt mir. Das geht auch über zwei Stockwerke und hat sogar so ein offenes, ne, nach unten hin offenes. Ja, wir zeigen es gleich einfach mal. So. Kann man selbst Apartments vermieten, wurde gerade von Vivi gefragt. Nein, geht nicht. Nein.
Vermieter-Gameplay gibt es nicht, aber es gibt einen Sim dann, der ist Vermieter und den kann man dann, das sieht man dann da auch mit der Beschreibung. Genau, okay, ja, guck, das ist unser Vermieter, hier steht das auch, hier drin unten, das ist der Vermieter, der Anas, das ist unser Vermieter hier und man kann den auch jetzt einladen, mal und sagen, häng mal bei uns auf dem Grundstück ab. Ich habe jetzt die, genau. Wir gehen jetzt mal zu der einen, die hier wohnt, in diesem Apartment. Die waren jetzt unten. Die wohnen aber oben. Und da kommen wir hier natürlich wieder über einen Ladebalken. So. Neue Treppen gibt es nicht. So. Sind wir hier in der Landgrab-Apartments? Das ist ein nobles Ding hier im Nobelviertel. Die haben ein Top-Top-Apartment hier. Guckt euch das mal an. Hier über den Wolken der Stadt. Und das ist so richtig, richtig cool. Ne? Also es ist hier über zwei Stockwerke auch gemacht worden. Und hat man eine Wahnsinnsaussicht. Also es ist echt mega. Das ist Der echt Fahrstuhl sieht mega. auch viel cooler aus. Das ist ein modernerer Fahrstuhl auch. Wir verfolgen die jetzt einfach mal. Gehen wir mit denen mit. So. Na, die haben ein sehr modernes, leicht asiatisch angehauchtes Apartment. Und ja, das ist einfach, also es ist krass, ne? Es ist richtig krass. Guck mal den Kamin, der ist voll schön. Guck mal den Kamin, das ist mein Lieblingsobjekt. Fackel ja nicht die Bude ab, Madame. Ah. Oh. Ja, ne? Das ist krass hier. Also hier kann man alles einrichten innerhalb von den Apartments, außer die Außenwände. Die sind fest und auch die Fenster, die sind fest, die kann man nicht verschieben. Genau. Genau, der Free Real Estate beim Kauf der Apartments, ob der funktioniert, fragt Monster High Friends. Man mietet die Apartments nur. Man kann die Apartments nicht kaufen, man mietet die nur. Und das wird abgerechnet über die Rechnungen. Hier wurde auch gerade von Olga gefragt, was passiert, wenn man selber laut ist. Ich glaube, dann klopfen auch Nachbarn und beschweren sich. Das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, aber ja. Ich glaube. Mit Rechtsklick verfolge ich die Sims. Man kann einfach Rechtsklick auf den Sim machen und dann fliegt die Kamera, ohne dass ich jetzt irgendwas in der Maus in der Hand habe oder so, verfolgt die Kamera die Sims. Mit Rechtsklick auf das Simbild und die ist beschämt. So. Was machst du auch beschämt? Wieso schlaft ihr denn so komisch? So, also das ist hier wirklich ein mega, mega, mega Apartment hier. Also finde ich richtig krass hier. Richtig, richtig cool. Auch hier, ne, die Aussicht, das ist echt der Wahnsinn. Aber ist halt alles schöne Deko und so. Aber im Apartment Gameplay selber ist echt nicht viel drin. Also es ist halt, ja, bisschen Nachbarn klopfen, an der Tür einladen, Rechnungen Haben wir sie bezahlen. Es ist wirklich. wieder? Die Merkmale sind so ein bisschen mit drin hier noch. Hier sieht man auch noch mal vielleicht. Wir haben hier, glaube ich, auch ein festes. Genau. Hier eine herrliche Aussicht. Das ist ein festes Merkmal. Das kann man nicht entfernen. Und ja, man kann hier jetzt aber mal andere. Ich mache jetzt hier mal Erdgebiet rein und mal gucken, ob das vielleicht irgendwie passiert. Und als drittes nehmen wir mal. Was sollen wir denn noch mal nehmen? Irgendwas. Irgendwas. Was gibt es denn noch? Abendrot. Gute Schulen. Vielleicht gutes Internet, also schnelles Internet. Schmutzig. So machen wir mal, oder? Ja. Ja. Passt zwar jetzt nicht so gut zu Nee, dem passt jetzt nicht, aber Apartment. vielleicht passiert hier irgendwas. Ich will mal ein Erdbeben irgendwie hier forcieren. Es wäre doch mal cool, wenn das jetzt klappt. Aber viel ist in diesem Erdbeben auch nicht dran. Also es ist halt, es bewackelt die Kamera und dann bekommen die eine Stimmung und das war's dann. Mehr ist das wirklich nicht. Und ja, alle anderen Merkmale sind mehr oder weniger auch Fähigkeiten Boost. Also ich kann ja ganz normal, genau, ich kann die ganz normal hier so hochschalten und dann habe ich das hier auch so zu, ne? Also hier kann man dann noch reingucken, aber eben nur auf dieser Etage, die eben auch aktiv ist. Hier drüben ist ja nochmal ein Apartment, das gehört uns aber nicht, da kann man nicht reingucken. Also das ist leer, wie wenn es leer stehend ist. Und die anderen, die sind so verspiegelt, dass man es eben nicht sieht. Man kann jetzt auch ohne Ladescreen, kann man jetzt hier nach unten gehen. Also das funktioniert. Man kann einfach hier, ne, den Sim anklicken, sagen, geh da unten hin. Man kann auch natürlich nur auf den
aufzuklicken. Aber das funktioniert genau so. Der geht dann da raus, ne? Und fährt nach unten. Und dann ist er unten eben, ne? Sofort hier auf dem Platz. So funktioniert das. Ja. Kann eine Rede halten. Mal gucken, ob jemand kommt. Ist auch ganz cool gemacht hier, dieser Ausblick. Ne, der geht hier wirklich ganz tief runter. Ja, wow. Und da unten laufen auch so Sims rum, aber das sind alles Deko-Sims. Aber das haben die halt so gemacht, um das Ganze so ein bisschen belebter zu wirken zu lassen. Aber da ist Jetzt wurde ja nicht viel dran. gerade gefragt, kann man mit Move Objects im Flur bauen? Nein, also man Nein, das kann geht nicht. gar nicht im Flur bauen. Ja. Also man kann hier wirklich. Ich kann es ja nochmal zeigen. Also man kann hier drin Wände ziehen, wie man will. Man kann hier alles Wände ziehen, wie man will, innen drin. Also ich kann die Wand hier verschieben, wie ich möchte. Aber ich kann die Außenwände nicht, ne, kleiner machen. Wenn ich das so nach innen ziehe, dann bleibt die Außenwand trotzdem da, ne? Also die Wände und die Fenster außenrum, komplett außenrum, auch hier zu den Nachbarn hin, die sind fest. Ich kann mein Apartment auch nicht vergrößern oder irgendwie so. Das geht nicht. Das ist das Ende hier. Das aus. Und die sind auch fest, die Fenster sind auch fest. Man kann die Fenster auch nicht irgendwie, ja, kann die glaube ich auch nicht umfärben. Nee, es geht gar nichts. Man kann nur die Tapeten ändern an den Wänden, sonst geht nichts. Man kann natürlich Sachen aufhängen, wie man will, an der Wand und so, aber man kann die Wände nicht verschieben. Die sind wirklich fest. Also ich kann mir jetzt hier nicht mal auch einen Balkon oder so hinmachen, auch wenn der so nach innen gehen würde. Das geht nicht. Ich kann nur innerhalb die Wände verschieben. Und außerhalb die Wände sind fest und auch die Fenster sind fest. Macht aber auch Sinn, finde ich, ne? Also, dass das auch so gleichmäßig aussieht, aber ist halt ja klar. Ja. So, ich glaube, wir haben dann alles soweit mit dem Apartment-Gameplay. Wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt bitte fragen. Sonst sind wir fertig für heute. Ja, wenn man Objekt vergrößert, das funktioniert natürlich. Ja, wenn man ein Objekt vergrößert, war die Frage in den Flur zum Beispiel, ragt das dann in den Flur oder nach außen? Ja, das ist wirklich so. Also ich kann ja mit Move Objects, habe ich den schon an, genau. Also das geht. Also ich kann das jetzt hier vergrößern oder ja, dann guckt das so raus. Also das geht. Das funktioniert, wenn man es denn will. Aber es bringt einem ja nichts, ne? Es bringt einem ja Ja. nichts. Das funktioniert. Wie beim Grundstücksrand. Ne? Wie sieht das so wie ein Grundstücksrand, aber mit festen Wänden. So. Heute nicht, heute ist Apartment. Heute zeigen wir keine Berufe. Wir wollen ein bisschen Apartment Gameplay zeigen, ein bisschen zeigen, was für Apartments es denn gibt. Und ja, wie die so aussehen, wie die funktionieren. Das haben wir heute getan. Habt ihr noch Fragen? Hier wurde auch gerade gefragt, sind die Türen verschiebbar? Also im Apartment kann man die Türen verschieben, aber nicht die Haustür, also Außentür. Hm, richtig. Das ist ja auch außen. Alle Türen, die außen sind, am Rand des Apartments, die kann man nicht verschieben, genauso wie die Fenster. Alles nur, was innen drin ist, innerhalb die Wände und Türen. Ja. Ja, die Treppe kannst du verschieben, genau. Die Treppe kannst du verschieben, die ist ja innerhalb. Wie viel kostet das Pack, wurde gerade gefragt. Also es kostet, glaube ich, 49,99. Nein, 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 nein. 40 Euro ist UVP. Ach so. Mhm. Warte. Und ja, gibt es aber auch günstiger. Könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist sogar ein Link drin, wo ihr das bekommen könnt. Ja, wir zeigen nochmal ein Apartment so ein bisschen. Ne? Wir gehen mal ins Künstlerviertel vielleicht. Gehen wir hier mal rein. Luis Zimmermann fragt gerade, wie viele Apartments, Penthäuser gibt es? Penthäuser. Es sind schon einige. Also, ich habe es ja gesehen jetzt, wie viele Hochhäuser es sind. Und da, wo eben kein Penthouse drauf ist, sind alles Apartments. Es sind, glaube ich, glaube Bene hat es mal gezählt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, so um die 30 oder so waren das. Oh. Muss ich jetzt aber auch, weiß ich nicht mehr ganz genau. So, wir sind jetzt hier in dem Künstlerviertel. Wir können jetzt mal gucken, ob da jemand da ist. Ist wieder niemand da hier. Mann, Mann, Mann. Da, an Tür klopfen. Genau, klopf mal an die Tür. Wir sind jetzt hier schon unten im Künstlerviertel hier. Sind wir jetzt. Das ist nochmal eine Nachbarschaft. Da hinten baue ich mein Modern Brick.
Ding hier, Penthouse. Und da kann man jetzt anklopfen, ne? Dann geht die Tür auf, wir sind ja hier hingereist und dann hat man hier jetzt so ein versifftes Apartment und kann den dann jetzt besuchen und sagen, ja, hallo, freundlich vorstellen. Und das Coole daran ist jetzt auch, hat man jetzt hier die Rohre auch nicht. Sind doch, das sind die Rohre, genau. Es gibt ja noch diese Funktionen hier. Man hat die Rohre und es kann sein, die gehen kaputt. Das sind auch feste Objekte. Also die kann man auch nicht im Baumodus, kann man die nicht wegmachen. Und die sind wirklich auch fest, ne? Auch hier dieser Stromkasten. Das ist das, was ihr auch vielleicht im Trailer gesehen habt. Das kann sein, das geht eben kaputt hier. Und dann muss man das reparieren, eben hat dann sonst keinen Strom mehr oder beziehungsweise kein Wasser mehr. Und es kann auch sein, dass Ratten kommen. Die kommen dann aus so einem Mauseloch raus. Ich glaube, wir können die jetzt auch nicht zeigen, wenn die jetzt nicht kommen. Ne? Da kann ich die jetzt auch nicht herbeamen. Und ja. Supergirl fragt hat, kann man mit dem Klo reisen? Nein, das geht leider nicht. Wäre Genau. ein bisschen komisch. Ne, die Apartments sind alle unterschiedlich groß. Ich glaube, guck mal genau hier, das ist auch so ein Rattenloch hier. Die Apartments sind alle unterschiedlich groß. Ich höre, glaube ich, sogar hier eine Maus. Wenn man genau hinhört, hört man hier auch eine Maus. Ich habe Angst. Die Apartments sind alle unterschiedlich groß. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man die nicht hochladen kann in die Galerie. Ja. Ja, mal gucken, ob hier noch Ratten rauskommen. Das sind eben bestimmte Apartments hier, zum Beispiel im Künstlerviertel, sind das die günstigsten. Und da gibt es dann eben so negative Merkmale, die das Ganze dann quasi, ja, weil das eben so günstig ist, sind die dann von Ratten heimgesucht und der Stromkasten geht mal kaputt. In anderen Apartments haben wir gesehen, gibt es diese Rohre und diese Kästen gar nicht. Ne? Das gibt es nur in diesen Apartments hier. Ja. Aussicht genießen oder sowas gibt es jetzt hier nicht. Das ist meistens ein Merkmal, das zusammenhängt mit den Grundstücksmerkmalen. Wenn das Apartment eben dieses Merkmal hat, tolle Aussicht, dann haben die dann eben eine Stimmung, aber die gucken jetzt nicht wirklich aus dem Fenster oder irgendwie sowas, das geht nicht. So, was haben wir noch für Fragen? Nee, die Apartments sind nicht gleich groß, habe ich eben doch schon beantwortet. So. So, was wollen wir tun hier? Wir müssen zur Arbeit. Von zu Hause arbeiten, zur Arbeit gehen. Bezahlten Urlaub nehmen. Was hat er denn für eine Arbeit? Der ist Politiker. Ach so. Der ist Repräsentant der Politikkarriere. Level 8. So. Nein, man kann nicht aus der Wohnung fliegen. Das geht nicht. Was ist hinter dem grünen Stuhl? Das ist eine Blubbermaschine. Die Apartment-Grundstücke sind nur Apartments. Man kann da kein Restaurant draus machen oder eine Bibliothek, das geht nicht. Es ist nur in den Wohnapartment. Also bei den Penthouses, also die Grundstücke auf dem Dach, da kann man alles draus machen, wie bei ganz normalen Grundstücken auch. Nee, man kann keine eigenen Apartments bauen. Die Apartments sind auch gebunden an San Myshuno, also in Willow Creek gibt es keine Apartments. Man kann auch nicht ein eigenes Haus bauen mit mehreren Wohnungen, das funktioniert nicht. Alles ist hier in San Myshuno und auch nur dort, wo es die Apartments gibt, gibt es die eben. So. Ja. 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 Hallihallo, meine Lieben. Hi. So. Ja, ich glaube, wir haben dann alles. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, wir haben ja auch einiges jetzt schon gezeigt. Wir können mal gucken, ob hier nicht doch vielleicht noch die Ratten kommen. Das wäre ganz cool. Aber ja, ich glaube nicht. Feenfurz, ne? Hier. Feenfurz. Machen wir mal Feenfurz hier. Und machen mal Blubber jetzt hier, komm. Feenfurz Blubber.
Genuix of Flan. Oh. Sabi. Dommada. Liebster. Was für ein Lagerhaus? Das Lagerhaus, es gibt kein Lagerhaus. Das Lagerhaus ist ein Deko-Haus. Es gibt kein Lagerhaus. Hier wurde gerade gefragt, kann man die Außentür färben oder irgendwie auswechseln? Ich glaube, färben kann man sie, aber ich glaube, auswechseln nicht. Oder was, die Wohnungstür? Also ja, die Wohnungstür, ob man die ändern kann, also eine andere. Die Wohnungstür, die ist fest, nee. Alles. Alles, was an der Außenwand ist, nee, alles. Ich sag's nochmal, alles, was an der Außenwand ist, kann man nicht verändern, des Apartments. Alles. Fenster, Türen, alles. Bis auf die Tapeten natürlich. Man kann die Position nicht verändern, man kann die Farbe nicht verändern, man kann alle Außenwände, die Außengrenzen, kann man nicht verändern. Es gibt Stromausfall, genau, aber nur in bestimmten Apartments, die eben diesen Stromkasten haben. Und das sind meistens nur die ganz, ganz billigen hier im Künstlerviertel. Ja, wir haben schon ein Let's Play gemacht, Belly X. Kannst du dir angucken hier im Channel. So. Jetzt sind wir wieder im eigenen Apartment. Wir können ja ganz normal bauen, wie gesagt, innen drin, aber... man kann nichts verändern hier, ne? Also es ist wirklich fest. Die Tür ist wie wenn die, ne? Die gehört zum Inventar hier. Geht nicht. Das Außenwand. Alles, was Außenwand ist, kann man nicht verändern. Alles. Ja. Im Style-Tool kann ich hier nicht draufklicken. Ist alles fest. Innerhalb kann ich alles verändern. Hier wurde gerade gefragt, kann man was dazu bauen? Also innerhalb des Apartments kann man Räume dazu bauen, aber jetzt nicht außerhalb. Ja, genau. Innen alles frei, die Außenwand ist fest. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Mia Bannert fragt gerade, kann man den Boden im Flur verändern? Nein, das geht nicht. Nee, das ist alles außerhalb. Alles nur, was innerhalb des Apartments ist. Genau. Ja, die Fragen wiederholen sich jetzt. Ja. Wir haben es dann für heute. Könnt ihr gerne die Aufzeichnung angucken. Die Fragen haben wir alle schon beantwortet. Ja, was passiert, wenn man das Apartment planiert? Können wir machen. Dann ist alles leer, ne? So. So sieht das aus. Alles planiert. Das heißt, hier ist jetzt alles so eben, ne? So roh. Man kann hier nichts verschieben. Das ist alles dann jetzt weg. So, das ist alles das, was dann bleibt. Das ist auch cool, wenn man da wenn man da so ein Doppelding bauen möchte, ist ja natürlich eine geile Aussicht hier auch, oder? Ja. Über zwei Stockwerke. Ja. Witzig, das geht ja auch rückgängig dann wieder. So. Okay. Beim Erdbeben geht nichts kaputt, Selina. Das wackelt nur mit der Kamera und das bekommt eine Stimmung. Ne? Das sieht ungefähr so aus. Das wackelt hier so. Und dann bekommt das eine Stimmung und das war's dann. Da geht nichts kaputt und passiert auch nichts anderes sonst. Hier wird gerade gefragt, gibt es eine neue Todesart? Ja, also es gibt einen Kugelfisch und wenn der verdorben ist und man den dann isst, kann man daran sterben. Ja. Nee, man kann die Wohnung nicht verlieren und auch nicht rausgeschmissen werden. Ich glaube, wir haben jetzt alles so gesagt zu den Apartments. Ihr könnt euch ja gerne die Aufzeichnung angucken, da haben wir einiges schon beantwortet. Auch vielen lieben Dank heute fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Apartments zeigen, was da so drin ist. Wenn das euch gefällt, dass wir euch das zeigen, vorab euch so ein bisschen Entscheidungshilfe vielleicht bieten damit, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Gerne auch weiter sagen und wir freuen uns jetzt auf weitere Let's Plays. Morgen dann auch wieder mit Rudi in der Container-WG hier in San Myshuno. Der zieht dann durch die Stadt. Wir gehen zum Festival. Das ist eine coole Folge geworden, die morgen kommt. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.